Jetzt zur Übung. Und zwar, ich habe Folgendes, ich habe einen Handwagen. Und zwar von oben gesehen sieht der Handwagen so aus. Ich habe hier eine Deichsel und wir sagen mal, Karl und Egon ziehen beide in die Richtung. Egon ist ein bisschen stärker und Karl ein bisschen weniger stark. Und ob das jetzt in eurem Heft genauso stimmt, hier an diesem Anknüpfungspunkt, hier, der ist wichtig. Wohin bewegt sich der Wagen? Der ist ja lenkbar. Und jetzt macht, ja, ich sehe das schon, manche ahnen schon, wohin der geht. Und jetzt macht das mal, verschiebt mal grün oder blau parallel an die Spitze vom anderen. Grün ist ein Und, bisschen stärker, ne? bitte? Grün ist Grün ist grün. ein bisschen stärker. Macht grün ruhig ein bisschen länger, dann machen wir es grün mal noch ein bisschen länger. Machen wir es mal so. Wie gesagt, so Winkel vielleicht 50 Grad, irgend sowas. Beide ziehen wie die Verrückten, jeder kann aber nur so viel, wie er kann. Macht mal. Bloß mal vom Grafischen her. Noch nicht auf genaue Längen achten und nichts. Also, hier gibt es verschiedene, manche haben die blaue, manche haben die grüne verschoben. Wenn ich die grüne verschiebe, sieht es so aus. Und wenn ich die blaue verschoben hätte an die grüne Spitze, dann sähe das so aus. Ist vollkommen egal, aber die resultierende Kraft, ich mache sie mal rot, Fr, sieht dann genau so aus. Das heißt, Moment, jetzt, das war Konfetti. Die resultierende Kraft Fr wäre dann die hier. Das heißt, man sieht sogar, die beiden Kräfte ergänzen sich schon, denn insgesamt wird die resultierende Kraft länger, aber der Wagen wird wahrscheinlich nach rechts um die Kurve fahren, ne? Das ist das Prinzip. Machen wir noch eine Übung. Folgendes ist gegeben, und zwar habe ich zwei Leute, die ziehen wie die Verrückten und haben hier meinetwegen eine Schultasche dran oder so. Und die streiten sich um die Schultasche. Das sind die beiden Richtungen, das heißt, die Arme sind nicht ganz durchgestreckt, würde auch nicht gehen. Wir machen dann noch den entsprechenden Versuch. Und die Schultasche hängt in der Mitte und beide zerren wie die Teufel. Wobei die linke vielleicht ein bisschen größer ist. Machen wir aber Folgendes: 5 cm lang und die rechte 4 cm lang. Und dann messt mal aus, was da mit der resultierenden Kraft passiert. Also gesucht ist wieder Fr. Ist eine einfache Übung. Ja, Winkel, ja, sagen wir mal, 140 Grad vielleicht, ne? Ungefähr, das reicht uns jetzt. Uns geht es jetzt nur ums Prinzip. Ungefähr bei diesen Winkeln, wie gesagt, wir machen bloß Prinzipskizzen, damit wir ungefähr, wie es läuft. Fr ist, ui, nanu, entspricht rund 3,8 cm. Wenn ich jetzt wieder einen Maßstab dazu nehme und sage, wenn 1 cm entspricht, wenn 1 cm 10 Newton entspricht, dann könnte man wie hier wieder sagen, das wären dann Fr 38 Newton. Ne? Dann wäre Fr rund 38 Newton. Merkt ihr, es ist eigentlich ganz einfach, ne? Ganz billig. Wenn ich einen Maßstab mir festlege, kann ich dann hinterher die Kraft sogar ablesen. Und noch was Schickes. Wenn ich das so mache, dann gelten sämtliche Regeln der Geometrie. Das heißt, ich kann hier mit Winkelbeziehungen mit jedem Quatsch arbeiten. Sinus, Cosinus, habt ihr schon gehört? Nein? Ja? Okay, gerade. Mit allgemeinen Sinussätzen und so weiter und so fort. Da kann man dann richtig schicke Berechnungen machen. Man kann es direkt ausrechnen. Jetzt genügt uns das erstmal grafisch. Aber jetzt kommt noch was Besonderes. Bei uns in der Gegend ist gerne Schützenfest und da ist Folgendes passiert. Da hat man zwei Masten hingestellt. Und die Masten, die standen schon so blöd, aber das machte nichts. Es sollte schützenfest sein und da haben sie hier ein schickes Schild angebunden und da drauf stand: Willkommen zum Schützenfest. Ich mache jetzt mal nur einen Punkt. Und das Schild, das wog ungefähr 15 Kilo. Das hatten sie aus Blech gemacht, weil es schön.